Naja, gerade ist relativ. Seit Ewigkeiten das Amulett am Nachfarmen, am Vollfarmen, damit wir ja, macht wieder ein Phoenix. Damit wir den Priester nachleveln können. Geht halt mit dem Amulett dann doch etwas zackiger, wenn wir hier ständig Quests vorschotten oder so eine Geschichten. Wir werden uns später anfreunden müssen mit dem Gedanken, dass wir den wirklich leveln müssen. Aber da werden wir später garantiert Möglichkeiten finden, damit das etwas fluffiger von der Hand geht. So. Na, jetzt haben wir der gleich. Oh, ich bin gleich tot. Scheiße. Okay, warte mal. Weg. Voll lauter, weil der Mob gleich down ist. Keine Acht mehr drauf gehabt hier. Der verteilt ja nämlich teilweise Kellen, die sind nicht von schlechten Eltern. Es hat sich nicht geschafft, mal Mana runter zu hämmern. Das ist immer ganz was Neues. Kenne ich gar nicht. Okay, dann hauen wir jetzt mal kurz mit dem AE hier weg. Blatt ist halt nur. 13k EP, ne? Das ist okay. Aiello folgen, er folgt nicht mehr, was? Hallo. Nochmal. Wie denn das jetzt hier? Ach so. Falscher Knopf. Ja, Entschuldigung, kann ja mal passieren. Entfernung ist zu groß. Ich stehe drauf. So, was hat sie denn dabei hier? Unser Boss. Geistkristall von Aiello. Oh, neuer Titel. Hier, T, da war mal. So, prüfen. Kein Titel erhalten. Harpienforscher. Leider keine Suchfunktion, das ist ein bisschen nervig. Müssten ja auch mal wieder Talentkram holen da, das war. Hier mal ein bisschen. Die Titel hier auch nutzen können. Man 400 LP, 800, was sind 800 LP, 160 magische Angriffe, ein bisschen Def, das sind halt alles Punkte, die uns fehlen, ne? Staubteufel. So. Muss erstmal wieder orientieren. So. Und dann gekriegt hier Handlanger des Ordens, bla 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 bla. Hallo? Bereits geprüft, bitte später erneut prüfen. Danke! Ach so. Ja, es ist spät. Nee. Ich war hier schon eine Weile nicht mehr unterwegs. Also, es ist. Okay, jetzt haben wir Zischfarben wieder doppelt und dreifach. Warum auch nicht? So, Aiellos Väter. Gebunden, ja, also. Quest angenommen. Eine blaue Hose, ernsthaft? 17 Weißer, 9 Verteidigung. Das würde ich nicht mal anziehen, wenn ich keine anderen Klamotten hätte. Das ist ja mal. Das ist. Sagen wir jetzt mal nichts dazu, wa? So. Das ist eure Trophäe. Ja, gut. So, die pratzen wir jetzt einfach mal um hier. Hallo. So. Zack. So. Okay, was haben wir jetzt noch an Quests hier so überhaupt? Harpchenproben. Ach top. Okay. Wir brauchen eine ganze Batterie von. Weil es doch sehr zäh fließend. Das ist. Heiliger Harpiengeist. Weiß gar nicht, das Ding war, glaube ich, mal teuer früher. Also vor. 5 Jahren? Weiß es gar nicht mehr. Ist doch schon eine ganze Weile her. Ich hatte damals dann. Ich
glaube, bis 60er Content ging es damals, wo ich aufgehört habe. Ich war bei 57. Dann hatte ich ja immer mal das Let's Play angefangen, hatte der dann eine ganze Weile dann auf, dann auch wieder aufgehört. Zack. So. Was hat er denn hier? Achso, Volver. Hat er da, ja, hat er dann eine ganze Weile aufgehört, weil es irgendwann dann nur noch ein Gekloppe und ein Gezerke war, voranzukommen. Irgendwann bist du wirklich nur noch, ups, nur noch vorangekommen, wenn du, hier mal ausgepackt, ja. Wenn du hier Echtgeld reingestopft hast, und da reden wir nicht mal eben von einem 20er reinpressen und gut ist, da hast du mal locker fluffig 200-300 Euro lassen können, dass du wirklich, also in kurzer Zeit wohlgemerkt, hier in die Gänge kommst. Das war schon, das war knackig. Habe ich dann aber immer nicht eingesehen, daher zu gehen und dann so dermaßen Kohle an die Wand zu pressen, zumal, ich meine, man geht auch arbeiten, alles klar, man hat immer ein bisschen Geld auf der Seite, aber dann mal eben hier 400-500 Euro reinpressen, also das kann ich nicht. Ja, da muss man dann auch mal sagen, okay, dann habe ich hier was zu fressen im Kühlschrank. Jetzt im Nachhinein, gerade mit dem bis zu 98er Content, ich meine, man ist ja natürlich auch schlauer. Vor 5 Jahren, vor 4, 5 Jahren, wo ich da aufgehört habe damals, gab es ja natürlich nicht so die Möglichkeiten wie heute. Heute kannst du hier ein bisschen Material ins AHA gestopft, man ist ja dann auch schlauer. Da geht das ratzfatz, hast du deine Kohle zusammen und dann ist gut. Na, da kommst du dann auch bei zum Equipment Farmen oder weiß der Geier, was hier Gilde voranbringen. Keine Ahnung. Ja, Housing, nächstes Thema, da kannst du ja dann auch genug anstellen mit. Ja, brauchst du hier eine Sondereinladung oder wie steht's? So. Klöppeln wir mal ab. Ich habe wahrscheinlich wieder irgendwas jetzt schon 5-mal eingesammelt, was ich gar nicht mehr brauche. Ja, jetzt weiß ich aber, ob jedes eins fallen ist, wenn du 30 brauchst davon. Hm. So, was brauchen wir noch hier? Harpienschnäpel. Tränensteine war unten. Sturmhörschnaps. Von den Barbaren. Okay, das ist vermutlich der Inni-Eingang. Ja, wobei bei der Erfahrung. Ja, welche waren das mit 156k? 160k die. Ja, gut, weil du halt massig viele von denen kloppen musst. Aber trotzdem, das ist. Ich weiß gar nicht, käme ich überhaupt in die rein. Also das ist ein Inni-Bereich definitiv, östlicher Opfertod im Pfahl. Oh, ich pratze sie gerade mal weg hier. Meinst du, ich will die anderen nochmal als Ätz ziehen? Die Höhe fliegt doch weg, ignoriere mich. Kann nicht wahr sein. So. Entfernung ist zu groß, ich stehe preis drauf. So. Jetzt stehe ich hier. Oh no. Also doch kein Indien-Eingang. Gut. Nee, ich vermute, das ist. Gut, kann man es abgeben. Das wird für irgendeine Questreihe sein, wahrscheinlich wieder. Ja, Kampf beginnt. Jetzt kommst du. Jetzt kannst du mich gern haben. So, letzte Farbe. Ja, wunderschön. Letzte Farbe dabei. Sehr gut. So.
Er braucht wieder extra Einladung, das war ja klar. So. Zack. Drück mal kurz einen Heal. Da müssen wir mal gucken. 23, ne? Wobei wahrscheinlich sind sie gar nichts wert. Weil du sie ja nachgeschmissen kriegst. Bist du regelrecht zugeschissen damit. Ich vermute, er ist ihnen gar nichts mehr wert. So, aber es wird definitiv Zeit, dass wir den Priester jetzt mal auf Level kriegen, weil die Heals, die bringen mittlerweile gar nichts mehr. Also ich habe schon Let's Plays oder so, ups, Indie Guides und so Sachen gesehen, da gut, die haben halt einen HP-Pool von 400 bis 500k, also 400 bis 500.000 HP. Da haut aber so ein Heal mal eben 30, 40k rein. Also so ein Regenerieren, ne, jetzt hier. So eine Schnellheilung, meine ich. Die haut da mal eben 40, 50k rein. Ne? Die können die da instant durchböllern. Die sind da ratzfatz wieder auf HP. So, 2 Minuten erhöhte HP. TP. So. TP können wir brauchen. Ich vermute mal, man kann sich die einzelnen Berufe tatsächlich. Berufe sag ich schon hier, die Skills hier, die Talentpunkte für die Fähigkeiten. Denke ich mal, kann man sich hochleveln durch Dailies oder whatever. Ich hätte jetzt eigentlich keine Schwierigkeiten, dass das nicht gehen würde. Warum sammeln wir die eigentlich noch? Denke mal, das müsste gehen. So, wo ist denn hier Las Vegas? So. Okay. Boss hat aber eine verdammt lange Respawn-Zeit. Geht's da noch weiter? Ne, das sind 39er Skorpione. Ach du Scheiße, 41. Okay, nee, wie kommen wir jetzt dahin? Oben waren wir ja eben, aber irgendwie wieder da nicht hin. Also ein Buff schon wieder ausgelaufen hier. Gerade die magische Essenz, die sollte ich eigentlich oben halten. Das ist ein Damage Burster hoch 10. Der quetscht uns hier in Damage nach oben, dass der schlecht wird. Ne, da bin ich eben auch hoch. So. Da bin ich eben auch hoch. Warum? Hä? Bin ich jetzt bekloppt, bekifft oder was? Hier war ich doch eben. Aber hier gibt es kein Quest-NPC. Oder gibt's. Wir müssen jetzt wirklich drüben über die Brücke rüberlatschen. Vermutze ja fast. Okay. Boom, zack, tot. Ja, ich vermute fast, wir müssen über die Brücke rüber. Meine Questtasche platzt. So langsam hier. Jetzt haben wir eh nur noch Dailies, aber ich brauche noch die Schnäbel. So, ich bomb die mal eben kurz weg, dann linse ich mal eben kurz hier an der Felsspalte entlang. Ob da irgendwas ist. So. Nö, da geht's einfach nur wieder runter. Da hoch kommen wir nicht. Gut, dann nehmen wir mal die Abkürzung da runter. Eine kann ich da oben abgeben. Morph Jimin, so. Müssen wir mal gucken. Da geht's runter. Wir sind ja Richtung Brücke gekommen. Ich weiß es nicht.
Ja, wer ruft denn an? Komm. Ach hier, hier rum kommen wir zur Brücke, guck mal. Na, okay. Flitzen wir mal eben auf die Brücke hier.